Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Daddy geeignet. Ich hab euch im Visier 21. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Ich hoffe, es geht euch beschissen. Ich werde nun das Lieblings... Digga, der lässt einfach die Bilder so an der Wand. Format von Marc Gebauer ansteuern und zwar heißt es TikTok. Ich bin's, Marc! Marc, bist du noch dran? Wo ist mein scheiß Geld? Alles klar. In einer Zeit wie heute findet man verschiedene Liebesromane und Liebesgeschichten, die Leute zueinander gefunden haben. Wie ein Märchen im Grunde schon sogar. Wo habt ihr euch nur gedacht? Über ein Online-Portal. Okay. Welches? Ja. Poppen.de. Na klar. Poppen.de, Dicker, ja. Beste Seite, Dicker, ja. Ein Tag in London. Eine Woche in London. One month in London. Hey guys, greetings from London. I love London's team. Hello mate, what's going on? Greetings back from Stuttgart. Man, we're just sitting here right in the living room and having a cup of tea. If it is possible to offer you a water or something like that. Einfach Mickey sein Zwiebeln. Just let me know. Greetings from... Hola, Mama. Was hat sie gesagt? Was? Oh mein Gott. Wir wollten schauen, was die im Nagelstudio wirklich sagt. Dann nehmt ihr den Clip kurzerhand auf und haut einfach nicht raus, was die gesagt haben. Wirklich, so ein geiles TikTok. Weil die anderen, die sich das reingezogen haben, die lagen wahrscheinlich auch zu Hause mit einem Lachflash. Bei so einem TikTok muss ich wirklich sagen, ich finde das eine ganz große Frechheit, was sie hier machen. Liebe Leute, liebe Gemeinde, lieber Marc, ich habe für dich einen Clip vorbereitet, den du wahrscheinlich extrem genießen wirst. Oh nein. Bitte Marc, lehn dich zurück und schau es dir einfach an. Daddy. Yes, Princess. Come play with me. Have you been a good girl today? Yes, Daddy. Are you telling the truth? No, Daddy. Pah! The sheep that we get. Training war wie... Während der Corona-Zeit... Das Beste an dem Clip war der Tritt. Halt leider nicht so wirklich möglich. Zum Glück gibt es eine Trainingsvariante, die extrem effizient und effektiv ist. Und zwar nennt sich diese Synthol... Der Typ ist einfach kurzerhand in der besten Form seines Lebens. Liebe Community, liebe Gemeinde... TikTok, einfach andere Welt, Digga. Lieber Marc, ein weiteres Mal wird es Zeit, Marc, für dich in die Frauenwelt einzutauchen. Das kann doch nicht sein. Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. Das kann ich auch nicht glauben, Digga. Okay, das war sogar für mich zu viel. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Digga. Alter. Auf den Schock sollte ich, glaube ich, erstmal diesen Tanz lernen. 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3. Und ihr wisst es, Leute, seit mehreren Jahren kämpfen viele, viele... Digga, das ist so random. ...die Leute dafür, dass Frauen nicht mehr als Objekte... Digga, ich trau meinen Augen nicht. ...Objekte angesehen werden und dass vor allem die Gleichberechtigung herrscht, wo ich auch natürlich dafür bin. Jetzt habe ich einen Kanal gefunden, der das Ganze hier nochmal auf extremste Art und Weise unterstützt. Küsst euch gegenseitig die Kirschen! Halt dein Maul. Ist ein geiler Beitrag von euch. Danke für eure Unterstützung. Oh ne, bitte lass es. Die gerade Kurve, der Queen of Cringe. Gerade Kurve oder das gerade Kurve? Die gerade Kurve. Falsch, es gibt keine geraden Kurven. Haha. Der war nicht schlecht, Digga. In diesem Sinne, liebe Leute, ich hoffe, eure Freizeit ist aufgrund von dem Video komplett verdorben worden. Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann lasst den Daumen jetzt im linken oben und Ohren. Sascha und ich steuern auf 3 Millionen Abos zu. Und macht es überhaupt noch irgendeinen Sinn? Wisst ihr was, Leute? Übertreibt doch nicht! Also die InScope-Videos haben auch manchmal einfach was Positives, Chat, und zwar manchmal gehen sie halt auch einfach unter 4 Minuten. Das finde ich ganz gut manchmal. Schnell ins nächste Video rein, Digga. Mein heutiges Danke geht an. Das oh, haben Mickey. Wir von dir gelernt. Das ist eine Lüge. Danke für 100 Euro. Da fehlt aber eine Null. Nee, ich will nicht den Monte machen. Kein Konzept. Danke für das schöne Video heute. Kuss geht raus. Danke für den Huni. Danke für die Aufheiterung. Immer in der Woche mit den Videos fallen wir. Außer das Erschrecken. Das ist wack. Kuss.
Kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch schon lange. Max, hallo? Das ist die Kackquali. Ist jetzt besser? Nö. Führerschein oder investieren? Hey, in was willst du denn investieren? Investieren deinen Führerschein. Pfeife. Tanzi schaut ganz entspannt Kuchens Video und dann passiert das. Und die Technik wiegt einfach 113 Kilogramm, also die Hälfte von Tanzverbot. What the fuck? Was war das denn jetzt? Es regnet übrigens hier im Wembley, man kann es da erkennen im Licht. Wirklich, als der Regen kam, Leute, habe ich gesagt, es ist vorbei, weil die englischen Spieler, die sind in England groß geworden. Okay, ja gut. Ihr wisst, was ich meine? Nö. Ganz Europa am Sonntag. Alla fanato, ieri bastardo, bofa culo. Okay, wir gucken jetzt einen TikTok von dir und ich sag dir, was Kacke daran ist. Nein. Alles. Übel geil, dass Italien so viel Ballbesitz hat. Am Anfang haben die englischen Fans bei jedem Ballbesitz von Italien gepfiffen. Ja, aber jetzt haben sie einfach 87% Ballbesitz und nach 80 Minuten können die irgendwie nicht mehr pfeifen. Donnarumma wurde zum Spieler des Turniers gewählt. Ja, viele Elfmeter gehalten, Alter. Auch gegen Spanien schon. Bonucci ist Spieler des Turniers geworden. Krass. Hat King Orgi nicht deine Kinder geprägt, wie das sein Gesicht oder sein Arschloch, maybe mal. Kauz C, deine Mutter hat mir auch den besten Blowjob gegeben, den ich jemals hatte. Trotzdem lasse ich mir nicht ihre Fresse über meinen Schwanz tätowieren. Verstehst du? Alter, was ist das denn? Boah, ich hab grad voll Angst gehabt, Bro. Kannst du mal den... Digga, what the fuck? Was war das denn, Digga? Bruder! Ich glaub, die hat Dämonen. Alter, was ist das denn? Voll gruselig, Alter. Angst, holy shit. Bro. Kannst du mal deine Cam an den Monitor machen, bitte? Nein. Bitte, mach mal kurz. Nein, ich mag das nicht. Nur kurz. Warum denn? Willst du mein Bett sehen? Ja. Ja, dann kann ich dir auch einfach mein Bett zeigen, hier. It feels like you don't. Liest du oft deine Instagram-Nachrichten? Ja, aber ich antworte nur Frauen. Moji führt mit. Okay, Bruder. Das war auch die letzte Nachricht von der Frau, die du bekommen hast in den nächsten zwei Jahren. Einer netten Dame ein Interview. Erste Frage. Würdest du was mit Moji anfangen? Was sind das denn für Fragen? Ich hab die nicht ausgesucht. Don't hate the player, hate the game, Natalie. Ich sehe hier gleich ganz viele F im Chat, glaube ich. Ey, Freundchen, fang nicht so an. Ich möchte, das wird hier ein ernst gemeintes Gespräch. Ab jetzt. Okay, also jetzt richtig ernst, ja? Ernst. Nein. Fickt euch jetzt Knie mit euren F! Was für Nein? Na, Knilchen, du wohnst viel zu weit weg. Entfernung ist nur eine Zahl. War das jetzt ein Nein oder ein Ja? Das war ein Nein. Nächste Frage. Wie würdest du Erfolg definieren, Nathalie? Oh, das Gegenteil von dir wahrscheinlich. Wie bitte? Digga, was macht der Typ? Was lädt denn der da ein, Alter? Ach, scheiß drauf, Digga. Was hast du gerade gesagt? Heute Late Night Stream. Wir werden heute auf jeden Fall. Bruder. Noch das Police-Ding heute mal machen. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Aber, wir wollen auch Police Simulator heute noch spielen. Let's go, girl! Und Festivals. Und auch in der Beziehung. Oder? Das ist ein Hund. Chilliger Zockerabend mit Carsten, Teil. Nein! 2. Du bist so ein! Oh mein Gott, Digga, der Typ hat nicht meine Tarnung auf der VP überschnitzt und seine scheiß Mutter Vergangenheit und das an heute in seiner Schwester! Raus aus dieser. Der Clip ist wirklich geil, Digga. Den fühle ich auch. Den fühle ich. Das sind meine Marken, ihr Schweine! Ja! Oh, was sind denn das hier wieder für Spotzone? Und so ein heftig Idiot wieder, Mann! Hey, der Beste, der
voll die blaue Zunge noch vom Level ab. Oh, dieser Tod wieder! Es ist zum Kotzen! Und nebenbei kommt vom Ehrenbruder Tüffler eine 20er Subbomb rein und ich schreibe mir die Lunge aus dem Leib. Chillig, chillig, chillig! Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Hauptsache, ich wollte gerade losgehen. Digga, einfach Hose komplett den ganzen Tag falsch rum. Die Taschen sind einfach hinten. Kurzes Update auf die Hosensituation. Ich habe sie jetzt umgedreht. Und jetzt ist sie falsch rum. Vorher war sie richtig rum. Oh, Bruder. Deshalb, Chat, müsst ihr immer den Content-Creatern auf Instagram folgen, damit ihr immer informiert bleibt. Da sitzt ihr an der Quelle. Ihr wisst immer, was abgeht. Wichtig und richtig. Folgt mir auf Instagram. Heißt er der Elotrix. Wer hat's gedacht?